Ja, Olli, 0-1 verloren hier im Heimspiel gegen Preußen Münster. Wie bitter ist diese Niederlage heute? Also es war ein relativ zerfahrenes Spiel, zumindest hatte ich so den Eindruck auf dem Feld. Wir wollten eigentlich genau das Gleiche machen wie gegen Lotte. Haben heute gegen eine Mannschaft gespielt, die mit dem Rücken zur Wand war, die auch unter Druck stand und die haben sich gewehrt. Ich finde, wir haben uns gewehrt, deswegen fand ich, war es eigentlich so ein richtiges 0-0-Spiel. Und dann aus dem Nichts machen die ein Tor, ja, und dann haben sie es gut verteidigt. Natürlich tut's weh. Ich habe die Fortuna eigentlich in der Phase, als das Tor gefallen ist, auf der besseren Seite gesehen. Also es war so eine kleine Druckphase, es waren nicht die ganz großen Chancen. Wie hast du das Gegentor gesehen? Ja, also ich dem kann ich mich nur anschließen. Ich fand eigentlich auch, dass wir da gerade ganz gut drin waren, ohne jetzt natürlich die richtigen Torchancen zu haben, also richtig hundertprozentige, aber wir haben es eigentlich. Wir sind gut im Spiel gewesen und dann, ich weiß gar nicht, Standard rutscht durch und hinten mit einer anderen haut rein. Warum fällt es aktuell so schwer, nach vorne hin Chancen zu kreieren bei der Fortuna? Ja, am Anfang der Saison hatten wir so eine gewisse Leichtigkeit, da lief das irgendwie von alleine. Im Moment haben wir nicht so das richtige Selbstvertrauen, dieses Selbstverständnis, dann aus dem Nichts mal ein Tor zu machen, fällt uns gerade aktuell schwer und wir müssen weiter dranbleiben. Wie kann man sich diese Leichtigkeit wieder erarbeiten? Ist da Christopher Andersen am Ende ein großer Schlüssel? Ja, wenn er zurückkommt und fit ist, können wir natürlich sehr gut brauchen. Wir freuen uns, wenn er wieder da ist. Aber ist ja nicht nur er, sind ja noch ein paar andere, die auch in der Verantwortung stehen. Danke dir. Okay, Uwe, 0-1 verloren im Heimspiel gegen Preußen Münster. Das war eine große Chance für die Fortuna, eine Mannschaft schon so weit hinter sich zu lassen zum frühen Zeitpunkt der Saison. Was macht diese Niederlage so bitter? Diese große Chance, dass man ein Gegentor kassiert, eigentlich in einer Drangphase von der Fortuna, oder dass das Gegentor wieder nach einer Standardsituation gegen die Fortuna fällt? Derzeit wühlt es in mir, weil die Summe der Ereignisse mich schon sauer macht und ich finde, noch einige Dinge hinzukommen. Also wenn wir am Ende nicht in der Lage sind, vier ruhende Bälle, die irgendwo für Gefahr sorgen können, Gewinn bringen, in den Strafraum reinzubringen, darum zu kämpfen, uns da auch mal durchzusetzen und vielleicht so ein Ergebnis dann auch mal in eine andere Richtung zu bringen, dann ist das aus meiner Sicht brutal ärgerlich, weil dafür gibt es A, Spezialisten, die den Ball ausführen sollen und B, Spezialisten, die tatsächlich vorne auch dann für Gefahr sorgen sollen. Wir kriegen beides nicht vernünftig hin. Insofern sind wir tatsächlich sehr, sehr stark darauf minimiert, aus dem Spiel heraus etwas zu machen. Da hat man, glaube ich, heute schon sehr, sehr gesehen, dass wir aktuell nur eine Art können, nämlich den Ball abfangen und schnell kontern. Darauf war aus meiner Sicht Münster sehr, sehr gut vorbereitet. Zum einen haben sie sehr, sehr schnell gegengepresst. Insofern waren wir fast immer gezwungen, aus dem Zentrum erstmal zurückzuspielen und nicht nach vorne. Das hat unsere Situation, unsere Umschaltsituation absolut ausgebremst. Zum einen haben wir aus meiner Sicht absolut mangelhafte Versuche unternommen, hinter die letzte Linie zu kommen. Das war für den Gegner zu einfach. Das hat dann natürlich zur Folge, dass wir wahnsinnig viel arbeiten müssen gegen den Ball. Das wiederum hat die Mannschaft aus meiner Sicht gut getan. In der zweiten Halbzeit haben wir dann uns wirklich über Fußballarbeit so ein Stück weit ein Übergewicht verschafft. Wir haben uns komplett geschafft, das Zentrum der Münsteraner irgendwo aus dem Spiel zu nehmen, die Flügel abzuschneiden. Dadurch waren wir zumindest nach Balleroberung 15, 20, 25 Meter weiter nach vorne gerichtet. Das hat dann dazu geführt, dass wir den ein oder anderen guten Durchbruch hatten. Nicht so die hundertprozentigen Torabschlüsse, die wir hatten. So wie Kaulis Situation zum Beispiel 20 Meter vom Tor ist dann relativ weit vorbeigegangen. Da hat er eben auch schon besser abgeschlossen. Auf der anderen Seite sind wir natürlich in diesen Bereichen derzeit sehr, sehr minimiert. Am Ende schießt entweder Damani oder Susan Tor. Zwei ist ein bisschen leicht auszurechnen für uns. Trotz alledem wäre es heute aus meiner Sicht total leicht gewesen, zumindest unentschieden zu spielen. Und dann kriegen wir, wie gegen Aalen, nach einem eigentlich schon abgewehrten Ball wieder ein Gegentor. Und das ist aus meiner Sicht fahrlässig. Da hat die Mannschaft noch nicht verstanden, was Drittliga-Fußball für uns hier für ein hohes Gut ist. Weil diese Situationen sind aus meiner Sicht planbar und zu verteidigen. Wenn der Gegner uns wirklich rein und raus spielt und wir kriegen ein Tor, dann sage ich, okay. Aber auf die Art und Weise zum wiederholten Mal Punkte zu Hause zu verschenken, das halte ich für sehr fahrlässig. Ist das in den Situationen dann eine Kopfsache, eine Konzentrationssache? Das ist eine Frage der Qualität. Das ist eine ganz einfache Frage der Qualität. Wenn ich nicht in der Lage bin, Aufgaben aufzunehmen und umzusetzen, habe ich ein Problem. Du hast es im Vorfeld schon auch ein paar Mal angesprochen, dass man offensiv sehr abhängig ist von Sousa und Damani. Kann die Fortuna ohne Sturm in dieser Saison bestehen? Definitiv nein. Definitiv nein. Wir haben das bis jetzt sehr, sehr gut gemacht. Das war mit Sicherheit überraschend für viele Mannschaften, dass wir tatsächlich unser Spiel so sehr umgestellt haben, dass wir aus Ballgewinnen auch tatsächlich so schnell über die Flügel kontern können, dass es erfolgreich ist. Aber das ist am Ende irgendwo lesbar. Und darüber hinaus ist es natürlich so, dass uns unsere überragenden Zentrumsspieler fehlen, die dann auch mal in Spielphasen, in denen es eng ist, den Ball nehmen und irgendwo für eine gewisse Strategie und Ruhe sorgen. Bei uns ist es meistens so, dass das Mittelfeld komplett überspielt werden muss, dass wir sehr, sehr stark auf zweite Bälle agieren müssen.
Das minimiert natürlich deine Möglichkeiten erheblich, aber nochmal, es ist einfach so, dass absolute Topspieler entweder derzeit aus meiner Sicht in keiner guten Verfassung sind, um uns zu helfen, oder aber sie sind verletzt. Und da haben wir natürlich nicht diese Spielerbreite im Kader wie Preußen Münster. Das ist ja fast lachhaft, wenn du siehst, was da von der Bank auskommt. Ne? Dass ein Amaury Bischoff da draußen sitzt, einer der besten Spieler der letzten Jahre. Dass ein Kara von der Bank auskommt, einer der stärksten Spieler, die es mit Sicherheit, zumindest was die individuelle Qualität angeht, in dieser Liga gibt. Und ja, da ist es schon so, dass wir jetzt die zwei Wochen nutzen müssen, um sehr, sehr hart zu arbeiten, um wieder in die richtige Richtung zu kommen. Nochmal, wir sollten uns nicht auf 20 Punkten ausruhen, das geht sehr, sehr schnell in die falsche Richtung. Und wir haben aus meiner Sicht, und das ist das Gefährliche, eben jetzt ein paar Heimspiele nicht gezogen. Und das, ja, das gefällt mir nicht. Also bleibt für die Offensive Christopher Andersen eigentlich der einzige Hoffnungsträger? Ja, aktuell aus meiner Sicht ja. Und natürlich harte Arbeit mit denen, die heute nicht gespielt haben. Aber die sollten dann eben ein bisschen was dazu beitragen, dass die Saison erfolgreich wird. Ja. Danke.